Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Video geht es nochmal um den vermissten Fall von Peggy H. aus Halle an der Saale. 2 Wochen lang durchsuchte die Polizei die Gegend nach Peggy. Drohnen überflogen ganze Wälder und Suchtrupps haben die Wälder durchkämmt. Und die Familie hat diverse Aufrufe im Internet gestartet. Allerdings hat diese Suche jetzt ein trauriges Ende genommen. Denn Peggy lebt nicht mehr. Die Leiche von Peggy wurde unweit des Stadtwaldes in Halle entdeckt. Einsatzkräfte hatten am Mittwoch im Hechtgraben an der Waldstraße eine zunächst unbekannte Frauenleiche gefunden. Die Polizei hat dann um den Fundort einen Sichtschutz aufgebaut und den Bereich für weitere Spurensicherung weiträumig abgesperrt. Am späten Mittwochabend war dann die Identität der Toten soweit festgestellt. Und zwar handelte es sich um die seit dem 11. Oktober vermisste Peggy H., sagte der Polizeisprecher Thomas Müller am Donnerstag. Peggy H. war zuletzt am Glockenblumenweg im Stadtteil Heide Süd gesehen worden. Eine Bekannte hat sie dort noch gesagt, dass sie zum Arzt wolle. Und nach ihrem Verschwinden organisierten dann Angehörige auf Facebook eine Suchaktion nach ihr. Sie galt zuletzt als körperlich und psychisch instabil. Der Polizeisprecher Thomas Müller sagte dazu, es werde ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Weitere Auskünfte können zum jetzigen Zeitpunkt seitens der Polizei nicht gegeben werden. Und die Polizei will dann klären, ob klar ein Einfluss Dritter ausgeschlossen werden kann, also ob eine Straftat ausgeschlossen werden kann und ob Peggy verunglückt ist oder sie auf andere Art und Weise zu Tode gekommen ist. Und aktuell gehen die Ermittler wohl nicht von einer Straftat aus. Allerdings wurde eine Obduktion angeordnet für Donnerstag, sprich also für den 24. Oktober, um eben die Todesursache festzustellen. Und die Staatsanwältin Katrin Herbst sagte auch noch zu Bild, die Identifizierung der Vermissten erfolgte bislang nur an äußerlichen Merkmalen, an der Kleidung, an Gegenständen, die sie bei sich führte. Und neben der Todesursache soll die Obduktion deshalb auch zweifelsfrei die Identität der Frau bestätigen. Das ist einmal das nicht so schöne Update von Peggy H. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!